Das möchte ich dann auch nicht. So. Pupdra. Pupdra. Ja, ich habe es jetzt Purple genannt. Oder war das jetzt gar nicht dein Namensvorschlag? Für mich hat es so gewirkt, dass das dein Namensvorschlag war. Oh Gott, da haben wir das Viech. Tumbli. Dumbli, Dumbli. Wenn wir das hinterherlaufen, jemals nochmal sehen, dann bestimmt nicht auf dem 3DS. Ja, das sowieso. Weil ich glaube, kaum dass nach Ultrasonne und Ultramond noch ein Haupt-Pokémon-Spiel auf dem 3DS erscheinen wird. Jetzt, wo es für die Switch arbeiten ein Spiel, da bin ich gespannt. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ja, ja, ja. Da können es von mir aus anfangen, was ich nicht glaube. Aber da können es von mir aus anfangen mit einem Sinnoh Remake, wo Sinnoh 1:1 kopieren, also nichts Neues machen, was ich nicht glaube, dass sie das beim Sinnoh Remake machen würden. Aber da können es von mir auch aus das machen. Da wäre ich trotzdem sehr, sehr gespannt drauf, weil es eben für die Switch rauskommt und da die Leistung viel höher ist. Und da Sinnoh in neuem Glanz zu sehen, das wäre richtig episch, ne? Das würde mich mehr reizen als jetzt das, was ich bis jetzt für Ultrasonne und Ultramond gesehen habe. Vielleicht auch, weil ich Sinnoh jetzt lange nicht mehr gespielt habe, also ja. Naja, Noise. Was und was geht's? Warum habe ich immer diese Pose hier? Was ist das eigentlich für ein Viech hier? Gott. Ah. Lass mich doch in Ruhe. Das ist wahrscheinlich ein Pflanzenviech, ne? Dann schicken wir dich hier rein. Oder? Ach, egal. Tumbli. Ja, Tumor. Oh Gott. Der war schlecht. Los! Oh Gott, lass das halt endlich in Ruhe, du blöde Viech, ey. Sieht aus, als See gefischt habe. Was hast du denn aus dem See gefischt? ein Tumor. Der 3DS soll endlich sein Dead End haben. Ich will mein 3DS hacken. Lel. Nee, 3DS darf nicht aussterben. So lange nicht, bis Inazuma Eleven Go Galaxy rauskommt. Bis dahin darf 3DS nicht aussterben. Nein, sonst stürme ich Nintendo hausen. Ja. Hier mit meinem Flammihau, mit so einem Flammenwerfer eingebaut und so. Ich dreh da durch, ey. Tumorfisch. Ja, gut. Söderle, dann schauen wir schon mal. Switch. Ja, Nintendo Switch wird dann rauskommen oder ist schon rausgekommen. Warum rauskommen? Egal. Lassen wir das. Wenn der 3DS stirbt, kann ich mir kaufen und Region Lock einfach rausnehmen. Ich glaube, irgendjemand, habe ich schon mal in meinen Kommentaren gelesen, hat sein 3DS schon irgendwie so gehackt in dem Sinn, dass er oder sie Galaxy spielen kann und sich downloaden kann. Naja. Tja. Aber schauen wir mal. Ich habe es ja schon in Donkey Kong 64 angesprochen, aber ich bleib dabei. Die können von mir aus Ares rausbringen. Aber wenn die nicht Galaxy rausbringen, dann habe ich absolut keine Motivation, Ares anzufassen. Also soll die endlich mal Galaxy rausbringen? Schauen wir mal. Ich bin gespannt, ob es wirklich Gründe gibt dafür. Es muss ja irgendeinen Grund geben, warum Galaxy für uns nicht rauskommt. Was ist das für ein Wuffi? Ein Dengo. Ist das verwandt mit einem Sengo? Naja. Also mir ist es im Endeffekt egal. Ja, es ist halt blöd, weil ich kann kein Japanisch und ich möchte es doch irgendwie lesen können, was die da sagen.
Oder ich suche mir einen Japaner, einen japanischen Freund. Ich freue mich extra mit einem Japaner an. um Galaxy spielen zu können, ne? Der muss dann neben mir sitzen und alles übersetzen für mich. Genau. Ich kenne nur Denku. Dann lerne Japanisch. Ich glaube, ich habe eh daheim was. Aber bevor ich mir die Mühe mache, und Japanisch um Japanisch zu lernen, so, weil das ist ja auch was, was du täglich eigentlich machen sollst oder ausüben, wenn du da anfängst. Meine Mutter lernt ja im Moment Spanisch. Hauptsächlich wahrscheinlich wegen meinem Bruder, weil der ja ein Jahr lang in Südamerika war. Und anscheinend kann der jetzt fließend Spanisch sprechen. Aber ich höre halt sie dauernd da draußen vor ihrem Laptop und so einem Sprachlerneprogramm. Und jedes Mal höre ich da, dass die da Spanisch spricht und lernt und alles so und dran. Und das macht die wirklich täglich. Und ich denke, das braucht es ja auch, um eine Sprache lernen zu können. Und ich muss ehrlich sagen, so viel Aufwand möchte ich mir jetzt nicht antun. Wie schon gesagt, dann würde ich eher mit dem Zeichnen anfangen, bevor ich jetzt mit einer neuen Sprache anfange. Also, ja. Aber auf jeden Fall, Motivation ist da, Spanisch zu lernen. Ja, Spanisch auch. Und Japanisch natürlich. Ja. Motivation ist sehr, sehr vorhanden. Aber leider ist die Zeit... Die ist nur so klein, so winzig, ne? Und da muss man eben seine Prioritäten setzen. Weil eins ist sicher, wenn ich mit dem Zeichnen anfangen möchte. Wenn ich jetzt auch noch eine Japanisch anfangen möchte, ne? Wäre kein Problem, aber ich muss euch sagen, dann wird es viel seltener Livestreams geben, viel weniger Content auf meinem YouTube-Kanal. Und das meine ich eben mit Prioritäten setzen. Ich möchte jetzt YouTube in dem Sinn oder mein Let's Play-Vorhaben nicht wirklich aufgeben für anderes Zeugs. Da ist mir die Priorität, das, was ich jetzt hier mache, höher als ne, das andere. So, was hast du eigentlich? Was hast du eigentlich? Twice-Skin? Wie? Interesting. Naja, trainieren wir es auch mal ein bisschen hoch. So. Alter, das hat geleckt. So, kann ich mit dir sprechen? Was denn? Warum laggt es gerade so? To be intimidating. Sei nicht so ein Tryhard. Dann fang mit den Zeichnen an. Wie schon gesagt, irgendwie... Ja, es ist irgendwie dieser Aufwand. Da bin ich nicht wirklich motiviert. Ich muss mal auch schauen. Ich muss mich ja auch einfach damit beschäftigen. Ich brauche irgendwie einen Anhaltspunkt, wenn ich anfangen möchte zu zeichnen. Irgendwie einen Anhaltspunkt, wie soll ich überhaupt anfangen? Ich habe eher ein paar Bücher fürs Zeichnen, fürs Manga-Zeichnen und blablablub. Habe ich eh daheim. Und ich möchte ja explizit, wenn ich anfange zu zeichnen, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ne, wie im Kunststudium, dass man anfängt mit dem Basics. Aber ich weiß auch nicht, was die Basics sind, ganz genau. Also da müsste ich mich dann auch informieren, aber da habe ich eben keinen Bock drauf gerade. Weil mein Leben schaut im Moment so aus, auch wenn ich Ferien habe und Zeit wie sonst jemand. Schaut mein Leben jetzt schon so aus, schlafen, essen... Für meinen Kanal arbeiten und jetzt im Moment mein Seminararbeit schreiben. Und dann bleibt mir noch eigentlich recht wenig Zeit. Und für diese Zeit möchte ich ehrlich gesagt ein bisschen Ruhe mal haben und mir irgendwelche Videos anschauen oder keine Ahnung, irgendwas machen. Einfach zurückschalten. Man kann, glaube ich, ne, wäre ja kein Problem, neben den Videos schauen, irgendwie was herumkritzeln und zeichnen. Wird sicher nach der Zeit auch sehr, sehr gut sein. Allerdings, ja, ich möchte einfach abschalten und nicht irgendwie herumzeichnen. Weil ich glaube, am Anfang ist das auch ein bisschen anstrengend, weil wenn du anfängst zu zeichnen, möchtest du ja auch irgendwie was Gutes kreieren. Und wenn du das nur so nebenbei machst, habe ich das Gefühl,
ja, ist das jetzt das Produkt? Wird wirklich nur so ein Gekritzel. Wie schon gesagt, ich brauche fürs Zeichnen irgendwie einen Anhaltspunkt, was ich zeichnen möchte. Da muss ich mir auch Gedanken machen, was möchte ich überhaupt machen. Und da bin ich einfach zu faul dafür. Kreise wäre ein guter Anfang. Das ist eben auch, ja, es ist auch der Anfang, da habt ihr wahrscheinlich recht, ne? Aber auch die Vorstellung, ich möchte dann auch irgendwie dann letzten Endes was Spannendes machen. Wobei, das kann man ja auch während dem Video schauen gut machen, ne? Immer so ein Kreis, Kreis, Kreis. Ja, mal schauen, mal schauen. Ich möchte jetzt aber jetzt in den nächsten 2 Wochen auch nicht meinen Kopf jetzt beim Zeichnen haben oder sowas. Da habe ich eh meinen Kopf gerade bei verschiedenen Sachen. Also mein Kanal, dann auch meine Freizeit so gesehen, ne, mit meinem Herumgammeln. Oder ich habe ja vorher angesprochen, ich schaue mir gerade Dragon Ball Super an. Ich bin gerade wieder in so einem Dragon Ball Hype drinnen. Und meine Mutter muss ich jetzt auch aushelfen, weil wir helfen da ihren Onkel aus, der jetzt im Krankenhaus liegt, und man musste da jetzt mal seine Wohnung umräumen, weil das war so ein richtiger Messi, kann man sagen. Und ja, meine Mutter kümmert sich darum. Ich muss da auch aushelfen, weil meine Mutter war jetzt auch letztens operieren und darf jetzt nicht Schweres tragen. Jetzt muss ich ja auch ständig aushelfen, was das Tragen betrifft. Oder Haushalt führen, wo sie nicht wirklich viel tragen darf. Oder einkaufen und blablabla. Dann meine Seminararbeit, mein Kopf, meine Gedanken, da muss ich mir jetzt gerade sehr viel Gedanken über diverses Zeugs machen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt wirklich anfangen möchte zu zeichnen, möchte ich auch meinen Fokus dann auf dem Zeichnen haben, auch mit meinen Gedanken. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt durch so viele Sachen abgelenkt bin, ne, mit den verschiedenen, ja, Hobby-Sachen, die ich gerade mache, was meine Mutter aushelfen betrifft, was mein Studium, die Arbeit betrifft, was alleine jetzt mein Aufnehmen betrifft, da habe ich ja auch verschiedene Projekte. Ich nehme ja gerade 2 Projekte gleichzeitig auf, Let's Plays, ne? Jetzt kommt mit der Soulink noch ein 3. Projekt hinzu, da muss ich mir auch noch Gedanken machen. Und das ist alles nur so, ich glaube, das ist, ich bin faul in dem Sinn, ja. Das ist sicher auch ein Grund, aber ich glaube, ein anderer Grund ist aber halt auch einfach, warum ich gerade ein bisschen träge bin und jetzt nicht wirklich Motivation habe zu zeichnen oder irgendwie was zu lernen, was anderes zu machen, ist wahrscheinlich genau das der Grund, weil ich gerade meinen Kopf in mehreren Bereichen habe. Naja. So. Ich lasse jetzt das Thema aber jetzt mal Thema sein. Ich quassel jetzt die ganze Zeit wieder so viel. So. Ach, was schreibt denn wieder so viel? Okay. Lern nichts Neues. Kreise werden. Oh, du fängst mit einem Stift in die Hand zu nehmen. Basic werden. Menschen zu beherrschen. Ja, eben. Da muss man sich ein bisschen beschäftigen damit, ne? Wie denn das so ist. Und dann zeichnen und. Ja, ich habe, wie schon gesagt, das Gefühl, wenn ich wirklich eine Sprache lernen möchte oder anfangen möchte zu zeichnen, darf ich nicht so viel oder mein Kopf nicht so bei mehreren verschiedenen Sachen haben, wie es jetzt im Moment ist. Und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt einfach viel zu sehr abgelenkt von diversen Sachen. Wenn ich anfangen möchte, jetzt zu zeichnen, möchte ich auch meinen Fokus dann drauf richten und jetzt nicht einfach zeichnen, ne? Nicht, das ist keine Ahnung, das motiviert mich nicht gerade. Das ist letzten Endes auch das Wichtigste, glaube ich mal, dass Motivation vorhanden sein muss, ne? Und wenn die Motivation nicht vorhanden ist, dann weiß ich nicht wirklich, ob es wirklich Sinn macht. Und wie schon gesagt, ich habe jetzt einfach meine Priorität
Ich kümmere mich jetzt um das Hier und Jetzt und träume jetzt nicht zu viel. Ja, und wenn ich mich jetzt um das Hier und Jetzt gekümmert habe und diverse Sachen mal abschließe und hinter mich bringe, dann kann ich mich über oder mir Gedanken über neue Sachen machen. Ja. Ich denke, das ist auch das Beste. Natürlich könnte ich jetzt anfangen, was Neues zu machen, aber es fühlt sich nicht richtig an für mich. Nee. Dann, ich müsste schon. Wenn ich etwas anpacke, eine Sache, möchte ich auch dahinter stehen und nicht einfach so machen. Ja. Um es einfach zu machen. Gut. Aber, warum schreibst du Englisch? Einfach herumkritzeln. Ja, wie schon gesagt, das ist eben mein Problem. Dieses einfach herumkritzeln, das passt mir nicht in den Kram. Weil das einfach herumkritzeln, dann, das kann man sich vielleicht erlauben, wenn man schon zeichnen kann, ne? Dann kommt irgendwas raus. Aber wenn du überhaupt keine Vorstellungen hast, wie man überhaupt anfangen soll zu zeichnen oder was auch immer, wie man da herangeht, habe ich das Gefühl, wenn du wirklich kritzelst, dann kommt wirklich eine Gekritzelei raus. Und jetzt nicht irgendwas, wo man dann sagt, okay, das schaut schon wie irgendwas aus, das hat mir jetzt weitergeholfen, sondern einfach irgendwie, was ist das? Naja, aber Thema sein lassen und alles drum und dran, ist ja auch wurscht. So, dann wäre ich heute nicht so gut im Zeichnen. Naja, ich habe ja eh schon meinen Standpunkt jetzt erklärt hier. Ich muss auch dahinter stehen und im Moment kann ich einfach nicht dahinter stehen, weil ich möchte, wenn ich anfange, irgendwas Neues zu machen, meinen Fokus auch darauf richten und nicht irgendwie einfach machen. So bin ich einfach. Gut. Ein Sebi ist da. Oder ein Sepsi. Hallöchen. Zwei Buchstaben Unterschied, aber okay. Wer ist denn dieser Sepsi? Wer ist denn das? Ich merke schon, Sebi ist geborener Löwe. Er kann stundenlang spannend und ohne Inhalt reden. Echt? War das spannend? Ich bin halt eine Quasselstrippe, ich weiß. Aber dass das auch spannend ist, das überrascht mich. Und ich habe auch selber schon gecheckt während dem Reden, besonders jetzt die letzten Sekunden. Irgendwie die eine Sache, die habe ich jetzt schon zum 5. Mal oder so gesagt. Naja. So. Achso, das ist wahrscheinlich. Das war vor 5 Minuten, hast du es geschrieben. Und jetzt denkst du dir wahrscheinlich, boah, jetzt labert der da schon 5000. Mal und sowas. Na gut. Ne Soulink? Ja, ne Soulink. Ja. Ich male ständig mit anderen Sachen im Kopf. Das ist so vielleicht. Ja. Ja, wie schon gesagt. Das ist. Bist du jetzt wahrscheinlich. Ich tick da ein bisschen anders. Besonders wenn ich anfangen möchte, irgendwas Neues zu machen. Das habe ich jetzt auch schon 10.000 Mal gesagt. Wenn ich wirklich was Neues machen möchte, dann möchte ich auch mich drauf fokussieren können. Mir auch. Ich habe gewisse Vorstellungen, wenn ich irgendwas anpacken möchte. Und besonders am Anfang, dieses einfach machen und herumkritzeln, habe ich das Gefühl, das kann man sich wirklich erlauben, wenn man es schon kann. Aber wenn man es nicht kann, wenn man gerade am Anfang ist, ne? Wenn man gerade es anfangen möchte, ne? Dann möchte ich schon meinen Fokus drauf richten. Dann möchte ich nicht mit 1000 Sachen im Kopf jetzt noch eine neue Sache anfangen. Das stört mich einfach. Kommt es mir auch übrigens so vor, dass hier die Tageszeit eingeblendet wird, beziehungsweise je nach Uhrzeit wird es immer dunkler jetzt. Normalerweise ist es dann merklich, kann man sagen, ne? Man merkt richtig raus, dass jetzt so ein Punkt angelangt ist, ne, weil sagen wir 17 Uhr, da wird es jetzt auf einmal orange, ne, weil Sonnenuntergang. Aber ich habe hier das Gefühl, das wird langsam immer dunkler. Kommt mir das so vor? Naja,
Ich fand's spannend. Ich weiß nicht wieso, aber ich fand's spannend. Interessant. Oh. Wenigstens bin ich nicht langweilig. Yes. Na gut, na gut. So. Aber mir gefällt's, muss ich jetzt sagen, dass wir hier einfach eine Thematik haben, wir darüber reden können, ich mir keinen Stress mache wie beim letzten Mal und einfach hier jetzt mal ein bisschen das Pokémon hochtrainiere. Auf das müssen wir uns auch einstellen, dass wir jetzt hier ein bisschen weniger Fortschritt haben als, ja, wie beim letzten Mal, ne? Aber wie schon gesagt, ich plane das Projekt nicht heute abzuschließen, dieses Spiel, von vorhinein. Ich rechne oder habe da mit mindestens 2 Streamtagen gerechnet, deswegen mache ich mir da weniger Stress. Oh, die müsste wieder an schon Musik nehmen. Und trainiere hier einfach die Pokémon. Ja. Unsere Lehrerin hat mir mal gesagt, kritzelt mal irgendwas ohne nachzudenken. Ist das da und darum und meinen Gedanken noch umgeschrieben. Ist nichts bei rumgekommen. Ich muss aber auch sagen, ne, ohne. Also einfach kritzeln und einfach malen, das habe ich in meiner Schulzeit gern gemacht. Ich war der Meister im Zufallszeichnen, weil ich habe angefangen, irgendwas herumzukritzeln. Und da habe ich irgendwie so Figuren rausgesehen dann aus dieser Kritzelei. Und da habe ich dann die Outlines gemacht, ne? Einfach den Umriss von jener Figur. Und da ist immer eigentlich was Gutes rausgekommen. Genauso wie sieht man es hier. Moment. Habe ich ja auch schon ein paar Mal angesprochen, da die 2 Bilder oben. Besonders das Bild hier. War auch einfach nur, ich habe Farbe genommen und habe einfach mal gemacht. Ja. Aber ich habe das Gefühl, da habe ich weniger Fortschritt, wenn ich jetzt wirklich zeichnen möchte. Mit auch, ne, es muss alles symmetrisch dann irgendwie werden, Figuren zeichnen und alles drum und dran. Da braucht man Fortschritt, da muss man dann auch sich näher beschäftigen und man kann nicht einfach so sagen, ja, ich mache jetzt einfach irgendwie. Ja. War ich dabei, Kreto? Ich weiß, Philipp war da, was? Ja, nicht. Okay. Findest du Pokémon Sonne und Mond oder XY besser? Ist gar nicht so einfach. Ich würde aber jetzt, was das Spiel an sich betrifft, Sonne und Mond sagen. Einfach weil XY hat teilweise noch ziemlich unfertig gewirkt. Und weil jetzt anscheinend nichts mehr rauskommt, wirkt das immer noch ziemlich unfertig. Deswegen würde ich sagen Sonne und Mond, weil das war eigentlich ein kompaktes Spiel mit Story. Das war alles, kann man sagen, dann so in sich fest schlüssig. Und es war, hatte man dann am Ende das Gefühl gehabt, okay, jetzt habe ich ein Abenteuer hinter mir. Es fühlt sich nicht so an, dass, oder es fühlt sich nicht wie eine Leere an, die ich bei X und Y ein bisschen gespürt habe, weil ich das Gefühl gehabt habe, ne, in dieser einen Wüste gab es ja verschiedene Kraftwerke, hat man ja auch gedacht, dass man da hinkommen kann, aber ist nichts passiert, nur ein Kraftwerk. Und generell, die Region war jetzt, ja, ja, eigentlich ist sie schon ziemlich groß, ne? Also, ich habe auch das Gefühl von meinen Let's Plays her, war das auch ein langes Let's Play, ne? So 90 Parts, aber ich weiß jetzt nicht, wie die Länge da war. Aber es gab irgendwie dieses leichte Feeling, okay, es hat was gefehlt. Wahrscheinlich auch mit der Story, weil das mit Team Flair, das hat auch ein bisschen so gewascht gewirkt, kann man sagen. Es war halt irgendwie so, ja, man hat dann hin und wieder mal Team Flair gesehen, die haben versucht irgendwas zu machen, aber ja. Und dann gab es ganz am Ende beim Story-Finale auf einmal alles auf einmal. Du trittst dann gegen den Boss an
Und gefühlt 10 Minuten später trittst du nochmal gegen den Boss an. Und dann gefühlt nochmal 10 Minuten später war der letzte Bossfight gegen den Boss. Da. Ja. Das ist. Habe ich doch ein bisschen komisch gefunden. Und von den Regionen an sich, boah, da kann ich dir spontan nicht sagen, was mir da besser gefällt. Ob Carlos oder Alola. Weil Carlos war richtig nice. Und ich muss auch sagen, der Hype war bei XY viel größer bei mir, beim ersten Mal durchspielen. Weil das letzte Mal war, dass ich mir alle Leaks angeschaut habe, alle Trailer, die gekommen sind, und das hat mich so hochgehypt während dieser Zeit. Und als dann GameStop bei uns angerufen hat, 2 Tage vor Release am Abend, dass man das Spiel jetzt schon rausbringen kann, also dass sie das Spiel jetzt schon rausbringen, weil ich habe da damals bei GameStop das vorbestellt, alle beide Spiele. Und da war ich so richtig hyped. Hab meine Mutter genommen und gesagt, du fasst mich jetzt zum GameStop, ich muss das holen. Und da war ich hype und hab gleich in den ersten 2 Tagen 20 Stunden gespielt oder so. Also vom Erlebnis an sich war XY doch für mich spezieller damals, beim ersten Mal spielen. Aber ich finde Alola richtig schön und richtig nice, auch die Pokémon und alles drum und dran. Also insgesamt würde ich einfach sagen, mir hat Sonne und Mond besser gefallen, einfach weil an sich mir das Spiel besser gefällt. Zwar war das ganze Gehypte drumherum bei XY auf jeden Fall sehr viel höher. Aber ich bin da noch ein bisschen rational und gehe dann einen Schritt zurück. Obwohl es mich emotional wahrscheinlich mehr berührt hat, XY, muss ich sagen, weil irgendwie mir hat das Spiel einfach besser gefallen bei in Sonne und Mond. Auch von den Möglichkeiten her und auch von den Ideen. Wobei ich muss sagen, XY hat ja Pokémon Ami rein, das Konzept mit Pokémon Ami reingebracht. Und wer schon meine XY, mein X-Let's Play oder mein Sonne-Let's Play gesehen hat, ich verschwende da gefühlt, kann man schon sagen, 30-40% von meinem ganzen Let's Play mit Pokémon Ami und Pokémon Knuddeln. Ich liebe das. Und das ist immer so, da. Also, ja. Ich würde sagen, Sonne und Mond hat die Nasenspitze, ist die Nasenspitze voran. Naja. So. Ich habe das Spiel schon ausgeblendet. Ich vergaß, dass es ein Game ist. Meinst du XY? Ich hole mir mehr Pommes, though. So. Was so. Ja. Das stimmt auch, aber. Mich stört es persönlich jetzt nichts wirklich, dass XY ziemlich leicht war. Wobei, na, es war schon leicht. Auch wenn man jetzt nicht übertreibt mit dem EP-Teiler, habe ich schon das Gefühl, insgesamt im Vergleich zu Sonne und Mond, aber Sonne und Mond ist ja auch was anderes. Das ist... Boah, das war knapp. Das ist ein richtig schweres Spiel, ne? Kann man sagen. Ja, richtig. Im Vergleich zu den anderen Pokémon-Spielen. Gen 6 war so leicht. Ich hab's gehasst. Sowohl Auras als auch XY. Naja, Auras liebe ich. Einfach weil ich ein Höhen-Fanboy bin. Ich bin Höhen-Fanboy, da. Das da lässt sich nichts machen. Auch wenn, ja, es war halt einfach ein klassisches Remake, wo ein bisschen was abgeändert wurde, kann man sagen. Also was die Story betrifft. Wobei ich muss auch sagen, die kleinen Änderungen, die es gab in Auras, die sind richtig genial gewesen. Weil die Bösewichte, sagen wir jetzt einfach mal, haben jetzt viel menschlicher gewirkt, beziehungsweise nachvollziehbarer war die Story an sich. Und was sie auch Psycho gemacht haben, es war einfach nur grandios. Also,
Ja, ich fand die Verbesserungen doch ziemlich nice. Und wie schon gesagt, ich bin Höhen-Fanboy. Auch wenn ich oft versuche, rational an die Sache heranzugehen, muss ich einfach sagen, ich liebe Höhen. Einfach, weil ich es liebe. Da bin ich einfach irrational und sage einfach, ich liebe es, weil ich es liebe. Auch wahrscheinlich wegen Nostalgie und alles drum und dran. Und einfach Höhen im neuen Glanz zu sehen, war richtig nice. Also, ich liebe Urbas, auch wenn es ziemlich einfach war. Da muss ich dir schon zustimmen, es war ziemlich, ziemlich einfach. Tja. Naja. Weil ich spiele zu früh raus. Und naja, ich glaube, GameStop ist da nicht die einzige Stelle, die das macht. Ich habe sowieso das Gefühl, dass es irgendwie macht jeder Markt sowieso, was er will und bringt die Spiele raus, wann sie wollen. Einfach um natürlich den Vorteil zu haben. Ne? Das habe ich ja auch nicht verstanden, warum jetzt einfach Europa da der Release von was war's? XY? Nein. Oras? Was Oras? Irgendwie wurde ja der Release zurückgestellt für Europa wegen, keine Ahnung, Gründen. Und man sieht ja auch außerhalb von Europa ständig immer wieder Leute, die einfach was vor Release posten und sowas. Und man kriegt halt immer mit, oh, jetzt, die haben schon das Spiel, wie denn? Es war alles irgendwie so lächerlich. Naja, aber ob man da irgendwie was ändern kann? Ich weiß ja nicht. Menschen sind halt gierige Wesen, ne? Sehr, sehr gierig. Es kann beißen, das Vieh. Irgendwie, es wird wirklich ein bisschen dunkler, ne? Nach der Zeit. Wenn das wirklich so eingebaut wurde, dass es jetzt nicht auf einmal dann orange wird alles, weil neue Tageszeit, sondern es wird langsam aber sicher, verändert sich es, finde ich es richtig genial. So. Ich hab's geliebt. Ist recht bullshitty, so sehr aus der Reihe vergleichen. Naja. Ich muss aber sagen, warum sollte man jetzt Sonne und Mond nicht mit den anderen Spielen vergleichen? Es ist ein Spiel der Hauptreihe. Genauso wie die anderen Spiele. Ich glaube, da kann man, auch wenn da einige Erneuerungen gab, die komplett anders waren, denke ich schon, man kann die vergleichen, oder? Also ich hätte da jetzt nichts dagegen. Weil man kann ja auch XY mit Schwarz-Weiß vergleichen, oder? Also von einer Generation zur nächsten. Vergleichen heißt ja nicht gleich bewerten, ne? Also man kann schauen, okay, was sind da jetzt die verschiedenen Anhaltspunkte? Und die Frage war ja hier, was mir besser gefällt, da muss ich es ja irgendwie vergleichen. Und mir da Gedanken machen, okay, was gab es jetzt in XY, was in Sonne und Mond, was fand ich besser? Natürlich auch im Hinblick, dass XY 4 Jahre, wann kam es denn raus? 2013, glaube ich, ne? Und Sonne und Mond kam 2016 raus, ne? 3 Jahre später, das ist eine ziemlich große Zeit. Das darf man natürlich dann auch nicht vergessen, dass dann vielleicht XY ein bisschen unausgereifter wirkt wie Sonne und Mond. Weil 3 Jahre sind ja ziemlich lange Zeit, kann man sagen, in so einer Gamer-Branche. Zu früh raushauen habe ich auch schon mal gehört, aber ich habe jetzt schon auf Twitter öfters gesehen, dass es auch
im amerikanischen Bereich oder ja, australischen Bereich habe ich mal auch schon gesehen, dass die auch einfach schon irgendwie die Spiele früher rausbringen. Also weiß ich nicht so recht, ob das jetzt der echte Grund ist, warum der Release da zurückgestellt wurde. Weil wie schon gesagt, die anderen Kontinente machen sie ja genauso. Oder sie releasen einfach oder spoilern einfach Sachen, die sie jetzt noch nicht dürfen. Wenn zum Beispiel Pokémon Company oder Nintendo, Game Freak, blablabla, wer auch immer dahinter steckt, jetzt irgendwie schon Exemplare rausstellt für besondere Leute, sagen wir jetzt mal, ne? Gibt's ja auch immer oft. Sieht man ja auch hier im deutschen Bereich, dass da doch einige eine Partnerschaft mit Nintendo haben oder mit irgendeiner Entwicklerfirma. Deswegen früher die Spiele bekommen, einfach weil sie früher schon was rausbringen können. Da gibt es ja auch Regeln und blablabla. Und da sieht man ja auch wieder, dass die Leute, dass es immer einzelne schwarze Schafe gibt, die einfach sagen, nö, ich halte mich jetzt nicht an die Regeln, ich mache es jetzt einfach so, wie ich es mir denke. Und ich glaube, jetzt einen ganzen Kontinent nur aus diesem Grund so zu benachteiligen, weiß ich nicht so recht, ob das jetzt wirklich stimmt. Weil für mich wirkt es ziemlich krass, dass das der einzige Grund ist, dieses, ja, früher herausgeben hier. Wie schon gesagt, vielleicht gab es bei den anderen Kontinenten, bin ich mir ziemlich sicher, dass es solche Aktionen auch schon gab. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber auch allein wegen dem Grund, ich weiß ja nicht. Ticken die von Nintendo wirklich so? Die haben jetzt wirklich nur bei irgendein paar schwarze Schafe einen ganzen Kontinent voller Fans zu benachteiligen, weiß ich nicht. Da muss schon für mich persönlich mehr vorgefallen sein als das. Weil sonst ist das für mich einfach eine riesen Enttäuschung seitens Nintendo, dass die einfach mit uns so umgehen. Der Grund war zumindest so angegeben. Mehr kann ich nicht sagen. Da brauchst du nicht einfach so Caps Lock schreiben. Oder Stubi, bist du genauso wie ich hier, wenn du tippst, ne? Besonders wenn du ein Wort groß schreiben musst, dass du einfach mit dem anderen Finger so schnell bist, bevor du... Ja, wie soll ich das erklären? Dass du so schnell tippst, dass du mit dem Buchstabentippenfinger schneller bist als mit dem anderen Finger, der jetzt noch von dieser Großschreibetaste sich erheben muss. Mir passiert das sehr, sehr oft und deswegen passiert sowas wie jetzt hier im Chat, dass dann der Buchstabe nach dem großen Buchstaben bei mir auch groß geschrieben ist. Weil ich einfach zu schnell bin da mit der anderen Hand. Naja, ja, also genau das Problem habe ich. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn eben das passiert, dass ich einfach mit einer Hand viel zu schnell bin als die andere Hand. Und ich hasse es, dass ich mit meinen fetten Fingern manchmal, sagen wir, E schreiben möchte, aber mit meinem ganzen Finger dann zwischen E und R lande, sagen wir jetzt mal, und beides dann drücke. Das passiert mir auch oft. Und ich bin ja einer, der den fällt das doch dann schnell auf, bevor er das postet oder sowas. Und dann gehe ich halt wieder zurück und bessere das aus. Deswegen dauert es bei mir auch immer wieder länger. Weil ich das immer wieder ausbessern muss. So. Ich schreibe oft Hashtag LOL. Schreibst du oft LOL? LOL. LEL. Okay. Und Vanni schreibt zu oft okay. Okay, Uwu. Uwu, Obo, Uwu, Obo. Oh, oh. So, oh. Kommt es mir nur so vor oder dauert das Viech hier zu trainieren extrem lange? Vielleicht auch, weil er ein Drache ist? So, wie geht's dir jetzt eigentlich? Ich glaube, wir können jetzt mal wieder weitermachen, ne? Was wird das jetzt? Sniffing at the floor. Stop this.
Hör auf, das tut man nicht. Ah, die Musik wieder. Okay, Uwu. Ihr mit euren Uwu. Da muss ich erstmal was trinken drauf. Warum muss ich so blöd tun? Süderle. Was ist denn das für ein Haus? Stimmt. Jukas Haus. Dieses Schwänzchen. Wie es ja auf und ab schwänzelt. Oh, so niedlich. Hallo, wer bist du? Mit deiner grünen Strähne, wer bist denn du? Hi there. Joshua. Was ist das jetzt? Okay, yeah. Okay. Mhm, yes. Das ist ein Da. Ja, könnte nützlich hier werden. Ja, ja. Quassel mich nicht so voll an. Pokémon-Liga, okay. Ich habe ja an sich jetzt nichts gegen dieses Pokéliga und Arena-Leiter-Konzept und alles drum und dran. Ich brauche aber nur halt irgendwie einen Grund für mich persönlich, warum mir das wichtig sein soll. Und ja, das ist ein großer Punkt von Pokémon, ne? Der Beste zu werden und seine Pokémon trainieren und alles drum und dran. Aber irgendwie, give me more grund to be. Keine Ahnung. Lasst mich. What? Hey! How do you get in here? How was to be closed? Sorry, mate. Okay. Was habe ich hier gesehen? Aha. Hi. Hi, ich bin ja. Ist das Preschool? Okay. Ich dachte schon, das ist Züchthauskind dünnt. Darf ich anmerken, dass das Schwanzwackeln von der Pokémon nur in eine Richtung geht, zumindest wenn es seitlich steht. Control hat das ja geheißen. Wo ist die Control-Taste? Das da. Geht nur in eine Richtung. Wiggle, wiggle. So, rede mit mir. Nö, was ist denn los? It's trying to be... Ja gut. Weißbrot! So. Okay. Warum gibt's hier keine Schüler? Die wurden aufgefressen. Ja gut. Hi Kirsche. Ich hab neue Pommes. Du hast Pommes? Okay. Ah, da sind die. Ja, wo sind denn die jetzt hin? Talk to our leader. He is to the left, I think. Also das da. Also das da. Ist to my left. To my left. Is that a Pokégear? You must be from Oduda Town. Stürzen sich alle vier auf dich rauf. Oh, so niedlich. Aha, und wieder diese Vorstellung. Jetzt müssen wir Kinder schlagen. Ah. Sebi hat die Schüler gegessen oder so. Das war das Monster da aus dem Markt. Ich nicht. Nö. Lass mich aus dem Spiel, ne? Geh weg, du Äffchen. Du Äffchen. Aber da gab es ja auch nie eine Erklärung, warum jetzt hier in den neueren Spielen schon Kleinkinder Pokémon haben dürfen. Und die Musik. Ich höre es jetzt gerade an, ja. Ach ja. Sehr, sehr nice. Ah, jetzt kriege ich wieder Bock auf XY. Wo ich das höre. Genau aus dem Grund. Warum müssen wir da gegen Kinder antreten? Ja, gut. Naja, aber es hat ja am Anfang von Pokémon geheißen, wenn du 10 Jahre alt bist, oder war das nur im Anime so? Wie war es denn im Spiel? Hat man da irgendwas gehört, man muss ein bestimmtes Alter haben?
Ich glaube, das war ja nur im Anime. Also, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Aber trotzdem finde ich es teilweise schrecklich. Warum? Warum muss man da gegen Kleinkinder antreten? Und ihre Träume zerstören, vernichten! Na gut. Gut, dass wir unseren Drachen hier haben, ne? Was? Diese vier Schüler gangbangen dich. Ich meine, umkreisen dich. Oh Gott. Wo denkst du bitte hin? Wow. Du bist einfach nur blöd. Dann passt du ja wirklich in unsere Community. Wenn du ein Blödi bist, dann bist du herzlich willkommen. Lies die bitte mit so da so mit na schwarzen Stimme vor. Wenn ich die überhaupt kannte, ich kann keine Deutsche reden. Aber ich muss auch sagen, wenn ich jemals ein Schauspieler werden möchte, dann muss ich mir schon irgendwie aneignen, in verschiedenen Akzenten zu reden, oder? Weil irgendwie, wenn ihr mir jetzt sagt, jetzt rede mal so wie ein Inder, weiß ich nicht, ob ich das machen kann, weil ich weiß nicht, I'll tell my teacher on you. Was? Weiß ich nicht, ob ich das überhaupt schaffe. Jetzt heulen die ganze Zeit. Ich hasse das. Warum hat Game Freak sowas eingebaut? Ist so schön, hier kleine Kinder zu sehen in der Pokémon-Welt. Aber dass man sie... Nein. Gangbänge, nicht Ganga, denn ich hasse meine Rechtschreibung. Um ehrlich zu sein, ich habe das angewandt, was wir jetzt auch schon im Studium gelernt haben. Was das Lesen betrifft. Am Anfang liest man ja Buchstabe für Buchstabe, ne, wenn man das Lesen lernt. Und nach der Zeit hast du ja dein mentales Wörterbuch und du hast ja die verschiedenen Wörter schon gespeichert, ne? You are bully, was denn? Ich kann die Schwarzendeckerstimme nicht. Ich hab sie jetzt auch nicht im Kopf, wie die geht. You defeated all my friends. Keine Ahnung, nein. Ich weiß es nicht. Ich kann das absolut nicht. Naja. Wo war ich denn jetzt? Ach ja. Du speicherst ja die Wörter, die du liest. Und du sammelst ja natürlich auch Erfahrung. Erfahrungspunkte wollte ich sagen. Und wenn du Wörter immer, immer und immer wieder liest, speicherst du dir das Wort, ne? Und deswegen braucht man oft nicht mehr, oder vielleicht, das war ja mal so in jetzt letztens im Internet, ne? Mit, oder das kommt halt immer wieder hoch, habe ich das Gefühl. Ja, wie soll ich das erklären? Immer diese Sätze, da steht jetzt irgendwas geschrieben und dann im nächsten Satz steht geschrieben, ob dir das aufgefallen ist, dass beim ersten Satz was falsch geschrieben ist und alles drum und dran. Das ist halt einfach eine Strategie, die wir uns beigebracht haben, damit wir nicht mehr Wort für Wort lesen müssen, die ganzen Sätze. Weil wir brauchen nur, ne, den Anfangsbuchstaben und den letzten Buchstaben, der muss richtig sitzen. Und oft ist es ja dann einfach so, dass wir das Wort schon lesen können, obwohl drinnen, ne, alles zusammengewürfelt ist. Und das dann weniger Sinn ergibt. Aber weil wir nicht mehr Wort für Wort lesen, wie kleine Kinder, die gerade das Lesen lernen, sondern weil wir schon Erfahrung gesammelt haben, brauchen wir nicht mehr Wort für Wort lesen, sondern einfach nur, wir haben das Bild im Kopf, wie das Wort ausschaut. Das, was vor uns steht, eben wie bei Gangbangen, was du gerade geschrieben hast. Ich kenne das Wort, zwar habe ich das nicht wirklich oft gelesen in meinem Leben, das Wort, aber ich kenne es eben. Und da war es gar nicht schlimm, dass du das Gangbangen, Gangbangen hast du geschrieben. Ne? Aber ich habe es gleich gewusst, dass du da Gangbangen schreiben wolltest. Einfach aus dem Kontext heraus, das ist auch eine Strategie, ne? Um einfach Wörter
richtig zu erfassen. Und halt einfach auch, wie schon gesagt, du hast das Bild im Kopf. So schaut's aus. Deswegen brauchst du jetzt nur Kontext plus die richtigen, ne, Anfangsbuchstabe und Endbuchstabe müssen richtig sein. Dann kann man oft einfach das Wort schon lesen. Das ist eben das Interessante, ne? Gut, aber wir haben sie.